Ja, es freut mich sehr, dass ich heute das Reha-Zentrum, im Speziellen die Therapie, vertreten darf. Mein Name ist Andreas Mühlbacher und ich bin zuständig für die Therapie. Also ich bin Therapieleitung im Reha-Zentrum in Münster und darf heute ein Team von 56 Personen repräsentieren und darf Ihnen die Möglichkeiten der Physiotherapie bei der hereditären spastischen Spinalparalyse, darf Ihnen ein bisschen was erzählen. Ja? Das freut mich sehr, dass ich da gefragt worden bin, also danke an den Magister Stippler, der da mir herangetreten ist. Und ich möchte mich bedanken an alle Organisatoren, die so ein Treffen zustande bringen. Ich finde diese Aktivitäten der Selbsthilfegruppen enorm wichtig aus dem Grund, weil es einfach ganz eine wichtige Plattform für uns zum Austausch ist und einfach auch zum Weiterwachsen. Wir sind alle gefordert, dass wir uns ständig weiterentwickeln in der Rehabilitation und da braucht man unweigerlich die Inputs von allen Betroffenen, aber auch von den Angehörigen von den Patienten. Geht's mit? Verstehen? Ja. Ja. Wenn ich zu undeutlich spreche, zu viel tirolerisch spreche oder ganz was anderes, dann müssen Sie mir bitte sagen. Sie dürfen jederzeit gerne unterbrechen. Es kann passieren, dass man so ein bisschen in einen Redeflow reinkommt. Das passiert hin und wieder, aber dann dürfen Sie unterbrechen. Ja. Was ich geplant habe für Ihnen, ist Ihnen einmal zu sagen, was uns in der Rehabilitation da leitet. Und dann, weil das Wort schon damit beginnt, werden wir weiterfahren mit den Leitlinien zum Thema Spastik in der Physiotherapie. Ja, und da gibt es ganz aktuelle Leitlinien, die ich Ihnen heute mitgebracht habe und die einfach ganz klar zeigen sollen, was im Moment empfohlen wird, wenn Sie mit einem Physiotherapeuten arbeiten und was auch nicht empfohlen wird. Ja, also wirklich von dieser wissenschaftlichen Seite ein bisschen aufbereitet. Und ich habe auch versucht, immer die praktischen Verbindungen darzustellen. Ich werde dann weiterfahren mit den Empfehlungen zu den Übungen. Das werden aber nicht diese Übungen sein, die Sie vielleicht jetzt erwarten, sondern eher so Tipps, was man beim Üben beachten könnte. Wie viel übt man, auf was schaut man, ja, und was kann man machen, damit man gern dabei bleibt. Das ist nämlich das Abschlussthema. Bewegen ist Leben, ist ein Thema, das in Zeiten des weltweiten Bewegungsmangels, Sie müssen sich vorstellen, es hat letztes Jahr mal die Schlagzeile gegeben, dass die Weltbevölkerung jetzt wieder damit beginnt, nicht mehr zu altern, sondern dass das wieder weniger wird, das Alter, weil der Großteil der Welt sich zu wenig bewegt. Also Bewegen ist Leben. Was mir für alle Angehörigen halt wichtig ist, ist Ihnen auch mitzugeben, was können Sie machen? Wie viel sollen Sie sich bewegen, um einen Gesundheitszustand zu erhalten bzw. zu verbessern? Und mit dem würde ich Sie dann einfach in den nächsten Vortrag von der Claudia Deißl, die auch ganz tolle Arbeit bei uns im Haus leistet, möchte ich Sie dann ja, in den nächsten Vortrag schicken. Gut. Also was leitet uns in der Rehabilitation? Mehr oder weniger alles, was ein Betroffener oder eine Betroffene als Mensch in die Reha mitbringt. Ja, das heißt, wir brauchen mal so ein Ziel. Jeder Mensch hat gewisse Dinge, die er einfach mitbringt, als Dinge, die er gerne wieder machen wollen würde, die er im Moment nicht machen kann. Hat gewisse Rahmenbedingungen in seinem Leben, die alle Einfluss haben auf die Rehabilitation. Und da gibt es die ICF, also die internationale Klassifikation für die Funktionsfähigkeit, für die Behinderung und die Gesundheit, gibt uns da als Team recht einen guten Rahmen. Und was meine Haltung und auch die Haltung vom ganzen Haus ist, weil wir versucht haben, vor gut 5 Jahren die ICF bei uns im Haus zu leben und umzusetzen, ist das, dass ein interdisziplinäres Team entsteht, wo der Patient im Mittelpunkt und Teil dieses Teams ist. Ja? Und das klingt ein bisschen blumig jetzt, wenn ich das sage, Teamwork makes the dream work, ist aber genau das, was wir eigentlich brauchen. Es nutzt kaum jemanden was, wenn da nur Einzelkämpfer unterwegs sind in dem Reha-Zentrum. Es nutzt nur was, wenn alle ineinander greifen, jeder seine Stärken einsetzen kann und die wichtigste Ressource, die bringt der Patient selber mit. Ja. Das ist so der Grundgedanke vom ICF. Und was Sie da sehen können, ist, dass ganz oben einmal ein Gesundheitsproblem angeführt ist. Und darunter gibt es dann 3 Ebenen. Da gibt es einmal eine Körperfunktions- und Strukturebene, da gibt es eine Aktivitätsebene, dann gibt es eine Partizipationsebene und dann gibt es Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren. Ja? Wenn ich das jetzt verstehen lassen würde, dann hätte ich bei Ihnen aber Fragezeichen erzeugt, die will ich gleich schon gar nicht aufkommen lassen. Wenn jetzt zu unserem Patient kommt, mit einer HSB zum Beispiel,
dann steht eigentlich am zweiten Tag der Rehabilitation steht so ein Patientenaufnahmegespräch an, wo wir versuchen, so die wichtigen Lebensbereiche vom Patienten oder von der Patientin zu ergründen. Also wir fragen einmal, was ist Ihnen in Ihrem Leben wichtig? Ja, dann kommt vielleicht meine Rolle als Opa oder Papa, meine Rolle als der Mitarbeiter in der Firma, die dort und dort ist. Und dann geht es weiter mit dieser Frage, okay, gibt es da im Moment einen Bereich, wo Sie das Gefühl haben, das können Sie nicht so durchführen wie normal oder wo können Sie nicht teilhaben in Ihrem sozialen Leben? Also da geht es ganz viel um den so einen sozialen Kontext, um den Beruf, um die Rolle der Mama und so weiter. Und wenn man dann fragt, okay, gibt es da einen Bereich, wo es Einschränkungen gibt, dann kann gleich aufkommen, ja, ich hab Probleme, dass ich in der Früh rechtzeitig bei meinem Job bin, weil ich in meiner Mobilität eingeschränkt bin. Ja, das heißt, es könnte ein Ziel sein für diese Person, dass er nach der Reha wieder imstande ist, leichter diese Wegstrecke zurückzulegen zu seinem Arbeitgeber. Ja? Und was dann unsere Aufgabe ist, zu schauen, okay, welche Aktivitäten brauchen wir jetzt für diese Wegstrecke? Das kann sein das Gehen, das kann sein das Fahren mit einem Rollstuhl, das kann sein das Gehen mit Gehhilfsmitteln für eine gewisse Strecke, über Steigungen oder im ebenen Gelände oder wie auch immer. Ja? Das ist die nächste Frage. Und in dieser Ebene ist es möglich, sehr gut Ziele zu definieren. Also da kann ich sagen, okay, ich muss in der Lage sein, 150 Meter in dem Tempo zu gehen oder wie auch immer. Oder ich muss in der Lage sein, eine Straße zu überqueren. Ganz ein wichtiger Punkt. Und was dann die Rolle von den Physios ist und von den Ergos und von allen Berufsgruppen bei uns im Haus ist, zu schauen, okay, welche Muskelgruppen oder welche Strukturen vom Körper müssten verantwortlich sein für die Behinderung in die diversen Aktivitäten und im Endeffekt in der sozialen Teilhabe. Ja? Und unsere Grundaufgabe ist dann, an diesen Funktionen und Strukturen zu arbeiten, die Aktivitäten wiederherzustellen, was das über die Straße geht, zu üben vielleicht, und dann im Endeffekt am Ende der Reha den Patienten nach Hause zu entlassen und dann den Patienten oder die Patientin schauen zu lassen, ob dieses Ziel auch in den Alltag transferiert werden kann. Ja? Was dann diese beiden Dinge bedeuten, die Umweltfaktoren, heißt zum Beispiel, dass jemand angewiesen ist auf einen Rollstuhl oder ein Hilfsmittel braucht oder einen Hilfsdienst zu Hause in Anspruch nimmt. Und die personenbezogenen Faktoren sind alles, was den Menschen im Endeffekt ausmacht. Das ist seine Motivation, das ist seine Bewegungsgewohnheiten. Also alles, was hinter diesem Patienten steht, an Einstellung, an Menschsein einfach, gehört da dazu. Das heißt, was wir versuchen in der Rehabilitation ist, den betreffenden Menschen als Ganzes, für alle Seiten, die ihn betreffen, einfach einmal anzuschauen und darin die Ressourcen zu entdecken, mit denen wir dann weiterarbeiten. Genau, das ist einmal der erste Teil gewesen. Das ist unsere Haltung zu dem Thema. Und jetzt sind im Mai 2019 die aktuellen Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie herausgekommen zur Therapie des spastischen Syndroms. Und auch die HSB hat da einen Stellenwert in diesen Guidelines. Und es gibt ein paar wichtige Dinge, die in den letzten Guidelines absolut unklar geblieben sind. Also wir haben vor 2 Jahren einen Vortrag zu dem Thema gehört und da ist ganz viel untersucht worden, hat man ganz viel Arbeiten gelesen und versucht zu schauen, was kann ein Therapeut jetzt mit einem Patienten, der an einer Spastik leidet, was kann ein Therapeut definitiv machen, was kann man empfehlen, was kann man nicht empfehlen. Und da ist rausgekommen, man kann es eigentlich überhaupt nicht genau sagen. Ja? Weil wir befinden uns in einem Bereich, wo es ganz viel um das Thema Hands-on-Technik geht. Der Therapeut hat die Hände auf einer Muskelgruppe. Ja? Das ist was ganz Schwieriges, weil sie kennen das alle. Es gibt Leute, die sind ihnen ein bisschen sympathischer, es gibt Leute, die sind ihnen weniger sympathischer. Und wenn sie so jemanden berührt, den sie nicht ganz sympathisch finden, dann kann das auch extremen Einfluss auf die Rehabilitation und auf die Therapie selber haben. Ja, das heißt, es macht Sinn, dass sich da der Professor Platz, in dem Fall, ich habe das Glück gehabt, dass ich den einmal kennengelernt habe, dass sich der extrem viel mit dieser Literatur nochmal auseinandergesetzt hat und jetzt in der Lage war, einfach einmal zu sagen, okay, was kann man empfehlen, wenn man Physiotherapie macht bei einem Patienten, der unter Spastik leidet. Ja. Und die erste Aussage ist sehr klar, also Übungen zur Verbesserung der aktiven und passiven motorischen Fähigkeiten
sind absolut zu empfehlen. Da reden wir jetzt von der Muskelansteuerung, von der Kraft, von der Beweglichkeit, das sind die motorischen Fähigkeiten, von der Koordination und so weiter. Allerdings ist es wichtig, dabei zu schauen, dass während diesen Übungen keine Spastik auftritt. Das heißt, ich muss von meiner Intensität sehr aufpassen, dass ich nicht da gleich ziemlich reinfliege mit einer hohen Intensität, dass diese spastischen Muskelgruppen gleich einen höheren Tonus, also eine höhere Muskelspannung entwickeln. Ein passives Durchbewegen, wie es Therapeuten klassischerweise viel machen, das ist auch absolut zu empfehlen, sprich ich nehme das Bein in meine Hände und bewege es in alle Richtungen, die ich brauche, durch in der Regel sind es die Bewegungsrichtungen, die auch eingeschränkt sind. Und dann nur wichtig, aktive Bewegung kann spastische Muskulatur lockern. Ja. Das ist auch ein großer Vorteil der Bewegung. Wir reden von aktiver Bewegung. Ich habe da für Sie ein Bild aus einem Buch von der Doris Brütz rauskopiert. Bin mir nicht sicher, ob jemand die Doris Brütz etwas sagt. Das ist eine sehr bekannte Physiotherapeutin, die ganz viel sich mit der Neurologie beschäftigt hat. Und da habe ich ein Buch mitgebracht, das kann ich gerne dann da liegen lassen. Wenn es dann am Montag mitnehmen, Thomas. Da sind total coole Übungen drin und die Doris Brütz ist eine Therapeutin, die ich sehr, sehr verehre, aufgrund ihrem tollen Ansatz, den sie einfach mit im Umgang mit Patienten hat und im Verständnis der ganzen neurologischen Störungen. Ja. Was sieht man da? Da sieht man ein klassisches Gangbild von einem Patienten, der unter einer HSB leidet. So, jetzt versucht man das kurz einmal anzuschauen, damit Sie wissen, auf was schauen denn die Therapeuten bei so einem Patienten. Sie sehen einmal da, was ist denn mit dem Oberkörper? Ja, der ist schief. Warum ist der schief? Was glauben Sie? Das Ausgleichsbewegung. Ja, jetzt probieren wir was jetzt. Verstehen Sie mich so auch noch? Jetzt muss ich kurz in Bewegung. Mein Beruf ist irgendwie viel mit Bewegung verbunden, deswegen muss ich jetzt kurz bewegen. Also was man sieht, ist, dass der Patient ganz eine enge Spurbreite hat. Sehen Sie das? Ja, diese enge Spurbreite heißt, er hat gerade ganz wenig Unterstützungsfläche. Wenn Sie sich alle jetzt gerade so hinstellen müssten, dann werden Sie merken, okay, ich stehe ein bisschen unsicher. Ja? Das machen wir, wenn wir unser Gleichgewicht trainieren wollen. Das ist ein Gangbild, das einfach so fotografiert worden ist, ohne dass es der Patient gewusst hat. Das heißt, wenn er immer so geht, so wie wenn er auf einer Linie balancieren würde, dann muss derjenige aufgrund der hohen Spannung auf der Innenseite vom Oberschenkel und der Schwäche auf der Außenseite vom Oberschenkel, muss der das Oberkörpergewicht über das Standbein drüber bringen, dass er den linken Haxen nach vorne setzen kann. Okay? Das ist im Endeffekt eine Ausweichbewegung, die resultiert aus dem, dass er da eine Schwäche hat in dem Bereich. Ja? Das heißt, er verlagert den Körperschwerpunkt über das Standbein, dass er dort drüber kommt. Was die Doris Brütz da gemacht hat, das fand ich nicht mehr aus dem Furcht raus, sind sie da, sie hat zu demjenigen gesagt, jetzt versuchst du einmal deine Spurbreite auf eine Breite von ungefähr zwei Händen einzustellen. Ja? Das heißt, ich zwinge den Menschen dazu, dass er ein bisschen breiter geht, das heißt, den Körperschwerpunkt ein bisschen schöner ausbalancieren kann und das hat zur Folge, dass er da schon mehr Aktivität haben muss in den Abduktoren, also in der seitlichen Oberschenkelmuskulatur und im Oberkörper gleich schon gerade drin ist. Ja? Das heißt, davor schauen wir schauen auf die Spurbreite, wir schauen auf Abweichung von der Oberkörperlängsachse, wir schauen auf die Stellung der unteren Extremität, da sehen Sie eine X-Beinstellung in die Kniegelenke. Ja? Wir schauen darauf, ob der Patient schlürft, das ist auch ganz typisch, dass man Fußheberschwäche hat und einfach bei jeder Spielbeinphase, also wo man das freie Bein nach vorne bringt, einfach auch ganz gerne ein Streifen am Boden vorkommt. Ja? Und wir schauen auch ganz gerne auf die Schrittfrequenz. Dann geht es wieder weiter mit den Leitlinien. Wir wissen, dass gezielte und individuelle Hilfsmittelversorgungen, das heißt jetzt mit diversen Fußheberorthesen zu arbeiten oder mit Gehhilfsmitteln wie ein Rollator oder Stöcken zum Beispiel oder auch Rollstühle, ist absolut zu empfehlen. Braucht aber viel Zeit. Bei uns ist es so, dass wir uns eigentlich immer zuerst ein Bild vom Patienten machen müssen, dann eine Idee kriegen müssen, wie könnte diese Versorgung aussehen und dann gehen wir den nächsten Schritt und holen uns das Sanitätshaus dazu, die ja Experten dann in der Produktauswahl sind und in der genauen Produktausstattung. Und dann sind wir Therapeut, Patient, Sanitätshaus, versucht dann zu dritt außer zu düfteln, was ist denn jetzt da die ideale Versorgung. Und mit dem gehen wir dann zum Arzt bei uns und der schreibt dann dieses Verordnungsschreiben.
regelmäßige Lagerung in einer bestmöglich schmerzfreien Dehnung der betroffenen Muskulatur wird zur Tonusreduktion und Kontrakturvermeidung empfohlen. Ja? Wir wissen, wenn man einen spastischen Muskel, wenn man den nicht bearbeitet und einfach so lässt, wie er ist, dann wird sich da über kurz oder lang eine Kontraktur entwickeln. Klassisch ist der Spitzfuß, wo man den Fuß einfach dann aufgrund von der Gelenkstellung, die eingeschränkt ist, gar nicht mehr so Richtung Nase, also wenn wir die Zehen Richtung Nase ziehen würden, da bringt man gar nicht mehr rauf. Ja? Und da weiß man, dass es wichtig ist, immer wieder mal zu dehnen, zu lagern, einfach dort dran zu bleiben. Das kann man auch mit Schienen unterstützen. Und wenn ganz eine starke Spastik vorliegt und Kontrakturen schon beginnen, ist die serielle Gipsen genauso eine Möglichkeit. Bei uns im Haus wird das durchgeführt, zwar nicht oft, weil es recht aufwendig ist und die Situation einfach nur nicht von den Materialien nicht ideal ist. Wir probieren jetzt nächst in einem Monat circa ganz ein neues Material, was man mit dem Backofen einfach warm machen kann, wo man ganz gut schienen kann, aber wir brauchen im Moment 3 Therapeuten dazu, dass man ein Bein gipsen können in der Position. Was dann aber auch wieder ein bisschen schwierig ist, weil man den Gips dann bis zum nächsten Tag drauf lassen muss und es immer eine Säge erfordert, den Gips wieder runterzuschneiden. Das heißt, das ist dann immer ein bisschen eine nervenkitzelige Tätigkeit für die Therapeuten von meinem Team. Aber es ist wichtig, weil es einfach den Fuß in einer gedehnten Position einfach einmal stabilisiert und einfach der Muskulatur Zeit gibt, sich ein bisschen zu lockern. Was Sie da sehen, das ist einfach eine kurze Zusammenfassung vom Angebot von Otto Bock. In dem Fall, ich will jetzt da nicht Werbung machen, bin auch überhaupt nicht gebrandet von Otto Bock, aber wir haben von Otto Bock Schienen da, wir haben von Basco Schienen da. Das ist gerade die Produktauswahl eines Herstellers und da sehen Sie, da gibt es jetzt allein schon auf dieser Grafik 7 verschiedene Varianten. Ja. Von diesen Varianten haben wir ziemlich viel im Haus und müssen das einfach einmal probieren. Ja. Das ist immer abhängig davon, wie stabil ist der Sprunggelenk, wie hoch ist der Tonus, wie hoch ist die Muskelspannung und wie schaut es mit der Kniestabilität aus. Und da muss man schon sehr viel Feingefühl haben, damit man einmal eine richtige Schiene für jemanden auswählt. Ja? Das geht dann eben in diesem Triumvirat aus Patient, Therapeut und Sanitätshaus, kommen wir dann schlussendlich weiter. Elektrostimulation haben sicher auch schon einige von Ihnen gehört, zum Beispiel mittlerweile die funktionelle Elektrostimulation, wo einfach während dem Gehen der Fußheber elektrisch stimuliert wird, weiß man, dass wenn man den Patienten individuell untersucht hat und das kritisch wirklich hinterfragt hat, dann ist es zu empfehlen, aber es braucht wirklich davor ein kritisches damit auseinandersetzen. Thermische Reize hingegen, das ist etwas, was sehr klar rausgekommen ist in diesen Leitlinien, die sind nicht empfohlen. Ja? Was heißt, dass man mit Kälte oder Wärme erzeugt, nicht experimentieren sollte auf einer spastischen Muskelgruppe. Da gibt es keine Daten, die das belegen als wirksam. Was wichtig ist, auch vor allem für pflegende Angehörige und professionelle Pflegekräfte, ist, dass Spastik nicht immer nur etwas Negatives sein muss. Das bedeutet, dass man es vielleicht auch bei Bewegungsübergängen, wir nennen das immer Transfers, dass man das zum Beispiel sehr positiv einsetzen kann, dass ein Patient leichter bewegt werden kann. Und genauso kann, aber muss es aber nicht sein, dass Spastik alles Gehen und Stehen erleichtert. Ja. Also es ist Spastik nicht immer nur schlecht, ja. Es ist immer die Frage, in welchem Setting, dass man sie einsetzt. Das ist etwas, was man einfach individuell trainieren muss. Jetzt kommen jetzt meine Empfehlungen zum Üben. Wichtig ist, es gibt eine Empfehlung, die ist auch publiziert, 1 bis 2 Mal jeden Tag für etwa 30 Minuten zu üben. Wichtig, Zeiten festzulegen. Es gibt also einen inneren Schweinehund, den haben Sie alle wahrscheinlich schon mal gesehen, ja, oder gespürt. Und wenn man so einen Zeitplan hat, dass man weiß, ich muss morgen etwas da und um 3, dann hat man immer eine gewisse Terminverpflichtung, ja, die man, wenn man sie wahrgenommen hat, dann stolz einfach abhacken kann. Es ist wichtig, dass Sie, wenn Sie üben, wenn Sie Bewegungsübungen machen, dass Sie versuchen, diese Übungen ruhig zu machen und kontrolliert zu machen, weil einfach jede Art von Unruhe den Tonus oder die Muskelspannung wieder steigen lassen kann. Ja? Jeden Tag sollten Sie nach draußen, wurscht wie, also entweder mit einem Rollstuhl oder zu Fuß, idealerweise immer auf unebene Untergründe, sodass die motorischen Grundeigenschaften immer wieder gefordert sind, sodass Sie immer wieder einmal immer sich konzentrieren müssen auf das, was Sie gerade machen. Ja?
das Gehen, zwei Handbreiten. Spurbreite wichtig. Warum? Weil es dann einfach für eine höhere Anforderung generell an die Muskulatur haben und sich diese Muskulatur, die der Spastik entgegenwirkt, viel besser trainieren können. Sie sollten das Ganze auch mitschreiben. Ja, Sie sollten mitschreiben, wann Sie geübt haben, wie lange Sie geübt haben, wie anstrengend es war, und Sie sollten auch Ihre Erfolge dokumentieren. Wenn Sie einen Schrittzähler haben und heute 6.000 Schritte gemacht haben und in 3 Wochen dann 8.000 Schritte gemacht haben, dann ist das ein mega Erfolg und den sieht man sonst nicht. Ja, den muss man aufschreiben. Ja? Und im Endeffekt werden Bewegungen dann einfach leichter fallen mit der Zeit. Wichtig ist, dass man einfach dran bleibt. Also, kurze Zusammenfassung: Wichtig ist das Aktivieren und das Kräftigen von nicht-spastischen Muskeln, das Dehnen und Mobilisieren von spastischer Muskulatur und von den betroffenen Gelenken. Die Hüfte ist zum Beispiel ein großes Thema. Und alltägliche Bewegungsabläufe wie das Gehen, wie das Aufsitzen im Bett, wie das Schuhanziehen, dass man das regelmäßig trainiert. Für alle, die jetzt gesund sind, ja, aber auch für alle, die betroffen sind, gelten genauso diese Guidelines zum Thema, wie viel Bewegung ist notwendig. Die sind von der WHO. Und das ist das, was man braucht, um seinen Gesundheitszustand zu erhalten, im Idealfall zu verbessern. Ja. Das sind 150 Minuten mit moderater Intensität pro Woche. Das können Sie aufteilen, wie Sie wollen. Wichtig ist, dass Sie da ins Schnaufen kommen. Ja, dass sie noch reden können, aber nicht mehr singen. Ja, ein bisschen schwitzen können sie anfangen. Mit hoher Intensität, da gibt es ein Oder dazwischen, das ist kein Und. Mit hoher Intensität ist schon recht intensiv, das ist anstrengend. Ja. Das bringt sie gescheit zum Schnaufen, reden können sie eigentlich nicht mehr in dieser Intensität. Da ist aber die Hälfte von der Zeit. Und zweimal pro Woche sollten wir 8 bis 10 Kräftigungsübungen machen mit ca. 10 Wiederholungen. Ja. 3x10 Wiederholungen. Das ist das, was man. Das ist der Mindestumfang an Bewegung, den man machen sollte. Für alle Menschen, die älter sind als 65 oder die in irgendeiner Form beeinträchtigt sind, ist das Credo einfach so viel bewegen wie möglich. Ja? Und dann werden alle diese Vorteile, die die Bewegung aufs Herz-Kreislauf-System mitbringt, auch mit voller Schlagkraft eintreten. Und das muss ich Ihnen an dieser Stelle bringen. Weil unser Körper so getriggert ist, dass er alles, was wir verwenden, wird unser Körper weiterentwickeln. Und alles, was wir nicht verwenden, das beste Beispiel ist die Kontraktur, wird der Körper auch das Gefühl haben, das braucht man nicht, das fahren wir zurück. Ja? Und aus dem Grund, use it or lose it. Also nutzen Sie Ihren Körper, nehmen Sie ihn her. Ganz egal, ob es irgendein Thema gibt, aber verwenden Sie ihn, fordern Sie ihn, der wird Ihnen danken. Da sehen Sie gerade meine Literatur, wenn Sie nachschlagen könnten, wenn Sie was nachlesen wollen. Und jetzt sage ich danke fürs Zuhören und für Fragen stellen. Ja, danke. Ja, super, danke. Ganz wichtiges Thema. Gibt es Fragen? Ich habe eine Frage. Kann man zu viel machen, Die Frage war, ob man als HSP-Patient auch zu viel machen könnte. Kann ich insofern beantworten, dass zu viel sich zeigen würde, indem die Spastik einfach mehr werden würde. Also da geht es wirklich um die feine Klinge beim Üben, die ist einfach immer wieder einspüren, was passiert gerade, was ist das Feedback, das mir mein Körper gibt, weil unser Körper kann Feedback geben. Nur in Zeiten wie diesen ist es nicht nur bei dieser Erkrankung so, sondern auch bei unseren Herzpatienten zum Beispiel, dass man die Signale vom Körper teilweise gar nicht mehr hört. Ja. Und eine Frage noch, gibt es Erfahrung über Reiztherapie bei so Patienten? Elektrotherapie meinst du? Reiten mit Pferd. Bin ich mir sicher, dass es Erfahrung gibt, die also wenn ich jetzt zum Beispiel ja. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie das positiv auswirkt, ja. Ja. Wir haben es von Haus einmal versucht umzusetzen, ist aber eine große Herausforderung für ein Haus, für uns, weil unser Kostenträger das einfach auch nicht finanziert. Ja. Ja. Aber Sie haben Erfahrungen damit, gell? Ja, genau. Ja, Sie können gerne kurz erzählen. Naja, es ist ja so, dass ich vor 2 Jahren aus natürlichen Weiß so aufgenommen worden bin. Die haben sonst Unfallpatienten in Klosterneuburg
von einmal die Woche zur Hypotherapie. Mhm. Sie haben teilweise Schwierigkeiten, Patienten zu finden, ja, dass erstens was bringt, die sich zweitens wer nicht würden. Ja. Das ist die größere Herausforderung. Und sie fahren einmal die Woche zur Reittherapie, weil es ist ein Stall, wo mehrere Pferde zusammen sind. Das ist auch wichtig, weil ein Pferd allein ist arm, im Prinzip. Aber ich habe es dann weitergeführt, also ich kriege einen Teil im Tag von der Wiedergabekasse zurück. Das ist auch ein Fakt, das machen nicht alle Kassen. Aber ich glaube, es hält den Rumpf stabil bei mir. Ja. Und das weiter die Muskulatur auf der Innenseite von den Oberschenkeln, ja, sehr gut beeinflussen. Genau, ja. Genau. Ja, so. Ja. Was wäre eigentlich rein theoretisch besser, einen eigenen Physiotherapeut oder Physiotherapeutin oder Yoga zum Beispiel oder beides? Bitte wiederholen. Die Frage war, was besser wäre, einen eigenen Physiotherapeuten zu haben oder Yoga? Ja. Ich würde jetzt beides sagen. Ja, also ich finde das eine, was einfach individuell mit ihnen arbeitet und schaut, was passiert, wenn sie was machen. Also wirklich das Untersuchen und einfach schauen, wo findet man was. Das haben sie beim Yoga nicht. Aber das Yoga hat ja riesen Vorteile, was einfach die Selbstwahrnehmung betrifft. Also ich würde für beides plädieren und das auch zu kombinieren. Es gibt keinen Grund, was dagegen sprechen würde. Sie müssen nur beim Yoga aufpassen, dass wir mit Dehnungen einfach auch vielleicht der Spastik mehr machen werden, also mehr werden lassen könnte. Also da muss man einfach auch gut auf das Feedback vom Körper schauen. Okay. Ja, für Anfang muss man heute schon einmal das Thema Faszien nachlesen. Ja. Da waren so Stichworte wie, wenn ich es richtig verstanden habe, Faszienmassagen oder Faszienherden. Gibt es da irgendeine aussagekräftige Erfahrung mit dem speziellen HSP? Du weißt, wie es mit dem Herden und so weiter. Ja. Die Frage war in dem Fall, wie es mit der Faszien, mit Faszientechnik, mit Faszientherapien ausschaut, ob es aussagekräftige Informationen dazu gibt. Also ich glaube, studientechnisch gibt es da nichts. Es kommt ganz drauf an, Faszientechniken sind extrem intensive Techniken, also die dann weh. Gell? Die dann am gesunden weh und die dann natürlich an spastischen Muskel können die auch einfach irritieren und können das Spastik auch mehr werden lassen. Also wenn dann probieren, schauen wie der Körper darauf reagiert und dann werden sie wissen, ob das eine gute Geschichte ist oder nicht. Gell? Aber es gibt Leute, die reagieren super gut drauf und es gibt viele Leute, die reagieren schlecht drauf. Also es ist wirklich eine harte Technik. Was Faszien selber betrifft, Faszien sind einfach die trennen Gewebschichten voneinander, sind die Muskelhülle. Ja? Und was wichtig ist, dass Faszien sich einfach im Körper gut bewegen können, ja? Und einfach gut gleiten können. Da können sie einen guten Teil dazu beitragen, indem sie sich viel bewegen, ja? Und indem sie viel Wasser trinken. Ja? Weil unser Körper besteht ja zum Riesenteil aus Wasser und dieses Wasser ist ja zwischen die Gleitschichten drin. Wir haben überall dieses Gesetz der Adhäsion im Körper drin. Das heißt, alle Gewebschichten müssen sich dauernd irgendwie gegeneinander bewegen können. Und das sind einmal so Voraussetzungen. Der Rest ist wirklich schauen, was brauche ich als Patient, was tut mir gut. Ja? Und diese Frage ist echt wichtig. Ja? Also jede Therapie darf sich auch an dem richten, einmal was tut denn mir gut. Ja? Und wenn es mir nicht gut tut, dann ist es nicht die richtige Technik für mich. Das erfordert für die Therapeuten immer wieder einmal ein Überdenken können von einem Plan, den man hat, weil man hat ja als Physio einen Behandlungsplan, aber wenn man merkt, der funktioniert so nicht, dann muss ich den Plan ändern. Ja. Darf ich gerade einen Hinweis dazu geben? Ja. Ein Hinweis dazu. Das Thema Faszien ist heute vor einer Woche bei dem Bayerischen HSP-Infotag ein Vortragsthema von einer Kollegin von Ihnen gewesen. Sie hat in einem Vortrag von knapp einer Stunde dargestellt, warum sie Faszientraining für sinnvoll hält und was sie da machen. Sie können das Video bei uns auf der Seite Gehen mit HSP in dem entsprechenden YouTube-Kanal sehen. Wir haben in dem YouTube-Kanal momentan etwa 40 unterschiedliche Videos und eines, was in der letzten Woche neu dazugekommen ist, ist eben das Thema Physiotherapie / Faszientraining.
Und was das Kinesiathlet betrifft, ja, natürlich. Also würde ich auf jeden Fall gezielt einsetzen, braucht aber auch das gewisse Beschäftigen davor mit diesen Muskelgruppen, die ich eben will. Ja, mich hätte interessiert, was für längerfristige Erfahrungen mit der funktionellen Elektrotherapie habt. Weil ich habe da mal was bei euch im Forum gelesen, das hat kurzfristig ganz gut funktioniert und nach zwei Monaten haben die Leute nicht mehr angesprochen auf einmal. Und das, für das sind sie einfach ein bisschen teuer, die Dinger. Ich glaube, es ist ganz ein spannendes Thema im Moment und es ist jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt da, wo man ein Gerät hat, das, glaube ich, zukunftsfähig sein könnte. Das ist das Bioness von der Firma Bioness L300 Go. Wir sind da vor einem Kosten von ungefähr 5.500, 6.000 Euro pro Gerät, wo sich die Kassen einmal einig werden müssen, was sie dazu zahlen. Wir kriegen jetzt noch eine österreichische Gesundheitskasse, da wird dann alles besser. Das heißt, es muss man sich, das ist auch ein Aspekt, den man dabei bedenken muss. Der andere Aspekt ist, kann sich der Patient das selber anlegen und ist das dann da, wo es hin soll. Wir haben lange mit dem MyGate von Otto Bock gearbeitet und haben einfach keine guten Erfahrungen gemacht. Wir haben nicht die Erfahrungen gemacht, sondern das muss man unbedingt machen. Es ist so, es ist abhängig davon, ist dieser Mensch, der das kriegen soll, berufstätig oder nicht. Das ist für die Kasse ganz eine wichtige Information. Spricht dieser Patient darauf an, funktioniert das? Ja? Kann man den Fußheber so unterstützen? Man könnte sogar noch eine zweite Muskelgruppe, also den Oberschenkel mit unterstützen. Und da haben wir jetzt mittlerweile schon 10 Patienten ungefähr getestet. Wir überlegen, ob wir ein Gerät anschaffen fürs Haus. Und da sind die Erfahrungen sehr positiv. Vor allem, weil man ganz schnell ist mit den Einstellen. Da gibt es so ein Einstelltool, ein Tablet dabei. Und da kann ich sehr genau einstellen und mich auf die Bedürfnisse vom Patienten einrichten. Und ein großer Vorteil von dem Gerät ist, dass ich nirgends irgendeine Elektrode kleben muss, die dann genau auf einem Punkt drauf sitzt. Das war bei allen alten Systemen wirklich eine große Herausforderung, weil man die Elektrode, wir haben sie picken können, wir haben gesucht, wo ist die richtige Stelle vom Nerv, um den Muskel zu stimulieren. Aber sobald da mal ein, zwei Wochen rum gewesen sind und der Patient selber picken müssen hat, ist das Theater meistens losgegangen, dass man nicht mehr genau getroffen hat. Und das ist eigentlich nicht zumutbar, weil die Geräte haben auch um die 4.000-5.000 Euro gekostet. Also jetzt das Bioness, da haben wir immer schon eine recht große Hoffnung drin, dass das Zukunft haben wird und in der Zukunft hoffentlich auch erschwinglicher wird, beziehungsweise vom Kostenträger auch ersetzt wird. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, seitdem halten Sie eigentlich von Exoskeletten als Übungsgerät in der Physiotherapie? Das ist eine spannende Frage. Exoskeletten, also Einsatz von Exoskeletten in der Therapie. Wir haben keins. Aus dem Grund, dass da im Moment die Finanzierung so ein Riesenthema ist. Wenn wir jetzt jemanden ein Exoskelett verordnen würden, dann steht dieserjenige vor einer Entscheidung von, also nicht, über 60.000 Euro, die aber die Kasse, also da gibt es kein das kann ich nicht mit gutem Gewissen vertreten, dass wir jetzt mit etwas arbeiten erinnern, was das Gen vielleicht besser macht, ja, und was man sich aber dann kaufen muss. Also ich glaube, da ist die Zukunft nur zu wenig weit fortgeschritten, dass man sagen kann, wir arbeiten mit dem flächendeckend, weil wenn, dann muss man flächendeckend damit arbeiten, da müssen alle Reha-Zentren damit arbeiten, dass man in Österreich irgendwo Ansprechpartner vorfindet, die sich mit dem Teil auskennen. Ja. Also ich beobachte diese Entwicklung schon. Ja, weil es spannend ist, aber im Moment ist es, glaube ich, nicht praxistauglich. Noch einmal gerade zum Bioness, bitte. Wenn es jemand organisieren will für sich, macht bitte, bitte die Vereinbarung, das Gerät mindestens für 2 Monate oder sogar für 3 Monate zum Test zu bekommen. Dann wird die Krankenkasse die Kosten, zumindest wieder in Deutschland, eher übernehmen. Das ist aber nur der eine Gesichtspunkt. Der andere ist der dargestellte Vorteil, dass in der Kniemanschette die Elektrode fest montiert ist, ist für viele HSPler ein absoluter Nachteil. Denn wir müssen, ich habe selber festgestellt, die Elektrode sogar am Tag mehrfach verschieben. Und wenn die dann in der Kniemanschette fest ist, kann ich die nicht mehr verschieben. Und dann sitzt sie effektiv am falschen Punkt und ist nicht so effektiv, wie sie sein sollte. Ich bin deshalb
weggegangen von den Bioness und habe das FES aus Oxford Medical in England mir besorgt. Das hat Klebeelektroden und dabei verschiebe ich wirklich am Tag mehrfach. Wir haben es Oxford vor kurzem getestet. Da gibt es Leute, die haben sich diese Elektrodenpositionierung tätowieren lassen, damit sie es treffen. Ja. Also ich habe es mir aufgemalt am Anfang, genau aus dem gleichen Grund, und habe dann gemerkt, Käse, Gott sei Dank nicht tätowieren lassen. Ich muss nämlich immer verschieben. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das aktuelle Bioness getestet haben, das L900 Go. Das hatte so eine große Elektrode. Und da wurde, das ist eine Gesamtelektrode. Kenne ich nicht, okay. Ja, die befeuchtet man, die muss man am Tag zwei, dreimal befeuchten. Und die hat jetzt diesen Vorteil, dass man nicht eben genau auf der Position draufhängen muss. Ja. Dann wäre nicht ganz was Neues, danke. Ziemlich eine coole Geschichte mittlerweile und die hat schon für mich jetzt sehr viel Potenzial für die Zukunft. Okay, wusste ich nicht. Super, ich sage herzlichen Dank auch für die vielen Fragen, obwohl ich habe das jetzt laufen lassen, obwohl wir in der Zeit weit zurück sind, aber ich glaube, es ist im Interesse aller. Und ich sage noch einmal Danke und darf Ihnen.